Das ist die Geschichte der Heiden von Kummerow. Eine Geschichte von hellen und düsteren Ereignissen. Von Handlungen der Liebe und des guten Willens. Der Schwäche und der Böswilligkeit. Sie hat sich zugetragen vor dem Ersten Weltkrieg. Abseits der großen Welt. In Kummerow. Warten müssen, ja? Ja, du alter Gauner, du. Ja, ja. Ist ja gut. Offen oder kann ich nicht mehr richtig sehen? Da ist doch dieser krumme Hund, der Kuhhirte, wieder im Dorf. Der kommt ja immer im Frühjahr. Habe ich dir nicht gesagt, du sollst dich in Kummerow nicht mehr sehen lassen? Hast du gesagt, Müller-Düker. Aber der Gemeindevorsteher hat gesagt, Krischan, im Frühjahr kommst du wieder. Du bleibst nicht lange, verlass dich drauf. Da magst du wohl recht haben, bis Michaelis, das geht schnell rum. Der hat keine Angst vor dir, Schwager. Du fliegst heute noch raus! Los! Ah, komm, Schi. Aber nimm viel Kleister, damit der Kanigisa richtig kleben bleibt. Ja, ja. Los doch. Achtung, er kommt. Mensch, der Pastor und der Super, hast du das gewusst? Nee, was wollen die denn hier? Danke. Setzt euch, Kinder. Wie ihr seht, haben wir hohen Besuch. Der Herr Superintendent und der Herr Pastor sind zu euch gekommen. Tja, ich wollte ja nur fröhliche Ostern wünschen und fragen, wer ist denn nun dieses Jahr der Erste? Martin Gambauer, Herr Superintendent. Hm? Wollen Sie nicht Platz nehmen? Dankeschön. Martin Gambauer, komm einmal vor. Na, ein bisschen schneller bitte. Du bist also jetzt der Erste in der Klasse. Ich gratuliere dir. Danke. Und weil du der Erste bist, wirst du jetzt Kirchenjunge. Freut dich das, Martin? Ja. Ja, aber natürlich freut ihn das.
Du wirst ein sehr guter Kirchenjunge werden, denn du bist doch ein Namensvetter des heiligen Martin. Ja, Herr Superintendent. Das war ein frommer und sehr mildtätiger Mann. Eines Tages, mitten im kalten Winter, da traf der heilige Martin im Walde einen Bettler, der fror sehr. Denn der Bettler war nackt. Ganz nackt? Sicher war er nicht ganz nackt, aber er fror gewaltig. Da nahm der heilige Martin sein Schwert und schnitt seinen Mantel in zwei Teile. Und die eine Hälfte schenkte er dann dem Bettler. Na, wie findest du das? Da hätte er ihm doch den Mantel ganz geben sollen. Oder gar nicht. Jetzt hat doch keiner was davon. Naja, sicher hatte ich einen Mantel nicht in der Mitte durchgeschnitten. Dann hat er also den Bettler angeschmiert mit seiner Hälfte. Naja, wahrscheinlich hatte ich auch den Mantel nicht von oben nach unten durchgeschnitten. Also quer durch? Naja, vielleicht. Und wer hat den oberen Teil bekommen? Den mit den Ärmeln? Sicher hat der Ritter den oberen Teil behalten. Da hat er immer noch eine schöne Joppe. Und der Bettler hat nur einen Schnippelkram gekriegt. Krishan ist da! Ja, hinsetzen! Hinsetzen! Kann ich euch wohl hinsetzen? Aber Dalli, gibt's denn sowas? Entschuldigen Sie, Herr Superintendent. Es ist mir furchtbar peinlich. Sagen Sie, wer ist denn dieser Krishan? Der Kuhhirte. Er kommt seit 11 Jahren im Frühjahr immer wieder ins Dorf. Du Kuhhirte, damit können wir natürlich nicht konkurrieren, Herr Kannegisser. Wenn ich eingesegnet bin, werde ich auch Kuhhirte, Herr Superintendent. Nicht so vorlaut. Das ist doch ausgezeichnet. Gestatten Sie? Aber bitte. Sag einmal, wie heißt du eigentlich, mein Junge? Bernsprung, Herr Superintendent. Na, da hast du ja einen ganz gewaltigen Namen. Aber wahrscheinlich hast du auch einen Vornamen, ja? Johannes heiße ich. Wie der Lieblingsjünger unseres Herrn. Heißt dein Vater auch Johannes? Das weiß ich nicht. Verzeihen Sie, Herr Superintendent. Ja, lassen Sie nur, es wird ihm ja einfallen. Also deine Mutter. Wie ruft die deinen Vater? Überhaupt nicht. Hermann, wenn du deinen Mund nicht hältst, hau ich dir eine runter, dass du die Engel im Himmel singen hörst. Aber mein lieber Amtsbruder, Güte, 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 komm einmal her. Herr Superintendent, ich muss Sie darauf auf. Lassen Sie nur, man darf nicht so schnell aufgeben. Nun, mein Sohn, ist dir jetzt eingefallen, wie dein Vater heißt? Er hat ja gar keinen Vater. Ach so. Ach, jetzt verstehe ich. Das tut mir leid. Das tut mir leid, dass ich deinen Schmerz wieder aufgerührt habe. Er ist unehelich. Den hat der Esel im Galopp verloren. Du, das ist dein Großvater. Beruhige dich doch, mein Sohn. Ich bin nicht dein Sohn. Halt, hier geblieben. Sehr unangenehm. Warum haben Sie mir das nicht gleich gesagt? Ja, ich... Also bitte, die Schule ist aus. Ich wünsche euch allen ein frohes Osterfest. Geht jetzt. Na, was ist denn? Ihr könnt gehen. Moment noch. Wenn ich einen von euch heute beim Heidendöpen erwische, dem Gnade Gott. Verstanden? Ja, Pastor. Meine Frau hat eine Kleinigkeit vorbereitet, Herr Superintendent. Ich hoffe, Ihre Zeit erlaubt es. Aber selbstverständlich, mit dem größten Vergnügen. Herr Kannegisser, ich gratuliere Ihnen zu Ihren Schulkindern. Sie machen einen ganz aufgeweckten Eindruck. Danke vielmals. Tja, mein lieber Herr Amtsbruder, wenn Sie vielleicht jetzt die Liebenswürdigkeit hätten und Ihrer Frau gemacht... Einen kleinen Augenblick, Herr Superintendent. Was ist denn? Habe ich mich vielleicht schmutzig gemacht, ja? Nein. Was ist denn? Die Aufmerksamkeit hat wahrscheinlich mir gegolten. Also diese Bande hat doch von nichts Respekt. Bitte geben Sie doch mal her. Einen Augenblick mal sehen, was da draufsteht. Oh, das klebt aber sehr. Frohe Ostern, Herr Kannepis. Kannepisser? Ich denke, Sie heißen Kannegießer. Eigentlich ja. Aber nicht für die Kinder. Diktator müssen wir feststellen, Herr Kanton. Aber, wenn wir ihn haben, dann... lieber Herr Amtsbruder, Humor. Humor, Humor. Immer Humor. Heute ist nämlich Heidendölben. Weiß ich doch, deshalb habe ich es ja gerade so eingerichtet. Darum bin ich ja hier. Wo warst du denn im Winter? Und da, wo ich immer bin, auf meinem Schloss, habe ich mal wieder um alles gekümmert. Hast du uns was mitgebracht? Ja, einen ganzen Sack voll Edelsteine. Das kommt später. Ja,
du Strolch. Geh gar nicht erst auf die Kuhweide raus. Ich sorge dafür, dass du heute noch aus Kummerow verschwindest. Was hat denn der Müller gegen dich? Ach, der will mich raushaben aus Kummerow. Kann er dich denn aus Kummerow verjagen? Das lass dir mal versuchen. Wenn der was sagt gegen mich, dann sag ich was gegen den. Was sagst du denn? Was sagst du denn? Das sag ich nicht. Du, Vater? Ja? Ich bin Erster geworden. So? Wahrscheinlich sind die anderen noch dämlicher als du. Kann sein. Und Kirchenjunge bin ich auch. Ist denn das Essen immer noch nicht fertig? Warum hast du es denn so eilig? Er will ja bloß zum Heiden dürfen. Daraus wird nichts. Du holst Futter für die Gänse. Immer ich. Kann doch Anna mal gehen. Ich muss die Spitze in meine Einsegnungshose nähen. Wozu brauchst du Hosen zur Einsegnung? Hast ja sonst auch keine an. Dass du dich nicht unterstehst, zum Heidendöten zu gehen. Du weißt, dass das verboten ist. Das quatscht ja nur der Pastor. Vater ist ja auch gegangen. Naja, ich wollte bloß mal sehen, was dran ist. Und was ist dran? Frag nicht so viel. Du gehst jedenfalls nicht zum Mühlbach. Vater, sag du doch auch was. Mutter hat immer recht. Ich kann nicht mehr. Darf ich jetzt gehen? Meinetwegen. Wo willst du denn so eilig hin? Blumen pflücken. Aber nicht am Mühlbach. Wo werd ich denn, Vater? Ich bin doch kein Heide. Ich glaube, dieses Heidendöpen habe ich endgültig ausgerottet. Aha. Aber sagen Sie, Bruder Breithaupt, woher stammt denn eigentlich diese sündige Sitte? Die Chronik behauptet, in grauer Vorzeit habe man die letzten Heiden um Palmarum herum in den eisigen Mühlbach getrieben, um sie zu taufen. Nicht freiwillig, natürlich. Nein, mit Gewalt mussten sie hineingetrieben werden. Im März, am Tage Maria Verkündigung. Erzähl doch weiter, Kasper. Ja, aber die Heiden waren im kalten Wasser stehen geblieben und hatten behauptet, sie wären immer noch nicht rein genug. Um die heilige Weihe zu empfangen, das wäre etwas für meinen Kasper gewesen. Ja, von den Priestern damals, die mussten ja alle mit ins Wasser, sagte einer nach dem anderen. Und so blieben die Heiden ungetauft. Vielleicht noch eine kleine Keule, Herr Superintendent. Oh, das ist zu liebenswürdig. Danke vielmals. Erzähl doch weiter, Kaspar. Ja, da schickten die hohen Herren einen Bischof nach Kummerow. Aber der Bischof fiel auch um. Da kam der Fürst persönlich. Ja, und sagte zu dem Heidenhäuptling, ich stehe hier neben dir, bis du ertrunken bist. Und wenn's bis zum jüngsten Tag dauert. Den möchte ich sehen, der mehr aushält als ich. Aber wenn du gewinnst, dann darfst du Heide bleiben und ich mache dich zum König von Kummerow. Mhm. Das war ja ein sehr energischer und tatkräftiger Herr Kollege. Der Fürst fiel leider auch um. Aber er hat sein Wort gehalten. Das ist doch wirklich hochinteressant, nicht wahr, Herr Superintendent? Aber Sie essen ja gar nicht. Och, so, bitte schön, nehmen Sie noch ein Keulchen, ja? Danke vielmals. Es ist danke. Sowieso das Letzte. Danke. Kasper, du hast doch die Geschichte noch gar nicht zu Ende erzählt. Naja, der Heidenkönig hatte viele Kinder. Und deren Kinder, später, als sie schon längst Christen waren, zwangen ihre Kinder, jedes Jahr im März im Mühlbach zu stehen, zu Ehren ihres Königs, bis nur einer übrig blieb. Und so ist es geblieben bis heute. Bis zum vorigen Jahr. Ich bin überzeugt, die Kinder haben sich diesen Unsinn endgültig abgewöhnt. Mensch, ist das kalt! Oh, ich gehe raus! Frostbeule! Der Erste. Peter wackelt schon. Wo er der Größte ist. Größer hat damit nichts zu tun. Traugott gibt auf. Ich komme gleich wieder. Ich muss bloß mal. Nö, wer raus ist, ist raus. Das ist Beschiss, du. Ja, das ist Beschiss. Wenn ich doch mal muss. Wer aus dem Mühlbach raus ist, der hat verloren. Da gibt's gar keine Ausrede. Alter Feigling. Ich hab genug. Nein. Ich geh auch raus. Vier. Rostbeule! Ach, halt's Maul! Fünf, sechs, sieben! Hey, ihr Feiglinge! Ja, ich glaube, ich habe für zwei gegessen. Wenn sie nur bekommt, Herr Superintendent. Mein lieber Amtsbruder, Sie sind auf dem besten Wege. Und was die Heidenkinder anbetrifft, die werden Sie schon zu guten Christen erziehen. Also, auf Wiedersehen bis zum Herbst. Auf Wiedersehen, Herr Superintendent. Gute Heimfahrt. Danke. Also, dann mal los. Johann. Ja. Wiedersehen. Hast du noch ein Hühnchen in der Küche? Nein. Bist du denn immer noch nicht satt? Ich hab doch noch gar nichts bekommen. Oh, Mensch, was auf mich! Friedrich sagt ab! Ja! Komm, Friedrich, komm, geh lieber raus. Ja. Ja. Alter Angeber!
schummelt, der geht ins flache Wasser. Ja. Mich hat bloß ein Krebs gebissen. Hier gibt's gar keine Krebse. Nee. Der nimmt nicht. Martin, du hast mir versprochen, dass du König wirst. Werd ich auch. Wenn du König wirst, dann werde ich deine Braut. Wer König wird, kriegt mich als Braut. Ja! Ja, so ist abgemacht. Ich halte nicht aus. Ich auch nicht mehr lange. Wenn ihr rausgeht, schenke ich jedem von euch 50 Pfennig. Braucht dein Geld nicht. Ich auch nicht. 60! Mindestens eine Mark. Eine Mark? Du bist wohl verrückt. Wenn du dich kaufen lässt, bist du nichts mehr mein Freund. Edge, ich gehe nicht mal für 3 Mark raus. Brauchst auch gar nicht. Ich gehe raus. 70. Siehst du, Hermann? Sei doch still. Jetzt kommt's drauf an. Ich geh raus, Martin, dann bist du König. Nee, du bleibst drin. Im Wettkampf gibt es keine Freundschaft. Oh! Mann, bleib doch mal. Bleib doch mal. Ich bin der Letzte. Bin ich jetzt König? Ja. Johannes Bärensprung ist König für ein Jahr. Dann ist Ulrike meine Braut. So ist es abgemacht. Gar nichts ist abgemacht. Ich will keinen Bräutigam, der im Armenhaus wohnt. Du bist gemein. Selber gemein. Lumpenkönig, 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 Lumpenkönig. Ah! Verflixt, mein Vater. Oh je. Schnell weg, komm. Da habe ich euch ja erwischt, ihr Heiden. Du machst den Schiedsrichter? Einer muss es ja tun. Es muss ja alles seine Ordnung haben. Du also bist der Sieger? Ja, das bin ich. Ausgerechnet du? Ja, ich bin Heidenkönig. Weißt du nicht, dass ein Junge, der im Armenhaus wohnt, christlicher sein muss als alle anderen Kinder? Weißt du das nicht? Also das verstehe ich nicht. Wieso ist das so, Herr Pastor? Das müssen Sie mir erklären. Wieso? Das kannst auch nur du fragen, Grambauer. Weil er das Dach, unter dem er schläft, der christlichen Nächstenliebe verdankt. Bei den Heiden gab's keine Armenhäuser. Da weiß ich auch den Grund, wer Herr Pastor, weil die Heiden nämlich keine Armhäuser brauchten. Los, verschwinde, Heidenkönig, sonst erkältst du noch den Hintern. Ja. Auch du, Martin, ich schäme mich, dass mein Sohn sich versteckt, weil er Angst vor dem Pastor hat. Schert euch heim zu Muttern. Ist das alles, was du deinem Sohn zu sagen hast? Warum verbietst du ihm nicht diesen heidnischen Zauber? Ich habe doch selbst als Junge hier im Bach gestanden. Aber Ihnen habe ich was zu sagen, Herr Pastor. Ich muss jetzt weg. Wenn du in die Kirche kommst, wie es Christenpflicht ist, können wir über alles reden. Was ich Ihnen zu sagen habe, ist kurz und bündig. Sie haben einen Martin zum Kirchenjungen gemacht, ohne mich zu fragen. Aber daraus wird nicht. Dein Junge ist Erster in der Klasse geworden. Damit hat er auch Pflichten und Verantwortung zu übernehmen. Nehmen Sie zur Kenntnis, Herr Pastor, mein Junge ist nicht der Laufbursche. Du bist der größte Heide in Pumperow! Du, wart mal, ich hab noch ein paar Äpfel. Kick mal, Müller-Dicker schlägt sich den Bauch voll. Möcht bloß wissen, warum der zu Krischern so gemein ist. Dem baller ich einen Apfel an den Kopf. Das kam durchs Fenster. Hab ich auch gesehen, Idiot. Ein Apfel angebissen. Na, wartet. Wo ist der Krug, den du gestern zerbrochen hast? In der Müllkiste. Was willst du damit? Sieh die nassen Hosen aus, sonst gibt's Ärger mit Muttern. Du brauchst gar nicht wegzurennen und ich finde dich auf drinnen. So ein Halunke! Nanu, was ist denn? Na, da bist du ja, du Feuchtchen! Hey, Müller, was schreist denn hier mit meinem Jungen rum? Das will ich dir sagen, Gottlieb, weil dein sauberer Bengel diesen Apfel in mein Küchenfenster geschmissen hat. Genau gegen diesen Krug. Muss denn das gerade unser Junge und unser Apfel sein? Nein, ich habe ihn doch gesehen. Außerdem habt nur ihr diese roten Äpfel. Nanu, red schon, du lause Bengel! Oder ich schmier den Pfarrer! Untersteh dich! Das ist mein Junge, bei uns wird nämlich nicht geschlagen. Na, dann soll das Maul aufmachen! Fremde Leute haben dir gar nichts zu sagen. Na schön. Also, was ist jetzt, Gottlieb? Zahlst du mir wenigstens einen Taler für diesen Krug? Ja oder nein?
Das könnte dir so passen, deine alten Klamotten von fremden Leuten bezahlen zu lassen. So. Und wenn ihr mir jetzt den ganzen Schaden nicht ersetzt, gehe ich zur Polizei. Dann steht Beweis gegen Beweis. Mein Junge war die ganze Zeit hier in der Stube. Das kann ich bezeugen. Das werden wir erleben. Mutter, du kannst aber lügen. Du. Mutter, ich bin Heidenkönig. Nimm den Kranz ab, wenn das der Pastor sieht. Hat er schon. Prost Neuer, da wird er mir wieder Theater machen. Du wirst es noch so weit treiben, dass Großvater nicht mehr den Nachtwächter machen darf. Dann müssen Sie mich auch ohne Arbeit ernähren. Ich gehöre in die Gemeinde. Mutter? Hm? Warum habe ich eigentlich keinen Vater? Wie kommst du denn jetzt da drauf? Naja, ich frage ja bloß. Jeder Mensch hat einen Vater, anders geht's gar nicht. Ach so, den da oben, den meine ich nicht. Ich meine einen richtigen Vater, der für mich sorgt. Du hast einen Vater, einen richtigen. Auf einmal? Wo ist er denn? Zeige die Mütze, er ist groß genug. Ach, die kenne ich längst. Die Mütze gehört deinem Vater. Glaubst du nun, dass du einen Vater hast? Gibt's ja gar nicht einen Mann, der Deutschland heißt. So hieß das Schiff, auf dem dein Vater Matrose war. Ja, ja, der wollte deine Mutter heiraten. Aber der Kapitän ist mit ihm abgefahren, bevor es dazu kam. Warum ist er denn nicht wiedergekommen? Frag nicht so viel, vielleicht ist das Schiff untergegangen. Bei Matrosen ist alles möglich. Schiete, dann habe ich einen Vater gehabt. Na, wenn ich dich nicht gekriegt hätte, dann brauchte ich jetzt nicht im Dreck herumzuwühlen. Was kann ich denn dafür, dass ich auf der Welt bin? Schon gut. Wo gehst du denn jetzt hin? Frösche fangen. Frösche? Naja, und Kaulquappen. Ich hab's ja gewusst, du traust dich nicht. Hm. Klar traut er sich. Musst aber einen Schluck Wasser mit dem Mund nehmen, sonst ist das Tierquälerei. Hm. Sei er da schon drin? Mensch! Jetzt gib ihm die 10 Pfennig, Hermann, du hast es versprochen. Ich hab gar nicht versprochen. Doch! Klar. Du hast gesagt, du gibst ihm 10 Pfennig, wenn er eine Kaulquappe in den Mund nimmt. Er hat sogar 2 drin. So ist es. Hab aber nicht gesagt, dass ich ihm gleich gebe. Er hat sie runtergeschluckt. Jetzt sind sie weg. Muss ich jetzt sterben? Ach Quatsch. Da hat man keine Angst nicht. In Afrika, da habe ich ganz andere Tiere lebendig runtergeschluckt. Afrika, Afrika. Mein Vater hat gesagt, du warst gar nicht in Afrika. Klar nicht. Das werde ich dir beweisen, du. Und du kannst es dem Herrn Pastor ruhig sagen. Da, auf meiner Schulter, da habe ich noch eine Narbe von so einem vergifteten Negerspieß. Zeig doch mal. Wo ist denn die Narbe? Hier, oh, da ist die Narbe. Mensch, Christian, ist die aber schön. Mhm. War das deine Frau? Ihr sollt euch bloß die Narbe ansehen. Ist das da ein Schiff? Mhm, hier am Äquator haben wir Haifische gefangen. Auf dem Rücken hat er auch noch was. Oh. Das da hinten geht euch gar nichts an. Warum hast du dir die denn alle auf den Rücken malen lassen? Damit sie mir den Puckel runterrutschen sollen. Oh. So, jetzt wisst ihr. Oh. Aber die schönste, die hast du auf der Brust. Ja, das war die, die mir mein Inwendiges aus der Brust gefressen hat. Und dann hat sie ein anderer verjochheidelt. Warum wischst du sie denn nicht aus? Das kriegst du nicht mehr weg. Das trägst du dein ganzes Leben mit dir rum. Du fauler Hund, pass auf deine Kühe auf! Eine ist schon auf meiner Wiese! Was hast du da? Zeig mal her. Altes Schwein! Du solltest dich schämen, sowas den Kindern zu zeigen! Na endlich, es wird gleich dunkel. Gehst du weg? Ja, mach, dass du ins Bett kommst. Bleibst du lange? Kann spät werden. Darf ich dann so lange in deinem Bett schlafen? Warum? Dein Großvater ist nicht da. Du schläfst in Großvaters Bett. Deins riecht so schön. So? Nach deinem Fallschirmwasser. Das ist Josef. Komm, mach schnell. Der steht am Fenster und kickt durch den Schlitz. Fräulein Luise, Sie haben eine schöne Statur. Du, ich kleb dir gleich eine. Hab ich ja nicht gesagt. Sondern? Josef. So. Neulich, als du mit ihm vom Fenster gestanden hast. Hast du gehorcht? Musste ich ja. Das Fenster war ja offen. Also dann, tschüss. Tschüss.
sieht aber hübsch aus. So, findest du? Hm? Wo gehen wir denn jetzt hin? Wir fahren nach Randemünde. In der Krone ist heute Tanz. Ja, und auf der Rückfahrt, wenn du einen sitzen hast, dann landen wir wieder im Graben. Nein, diesmal landen wir im Heu. Hört ihr Leute und lasst euch sagen, unsere Uhr hat eins geschlagen. Nein, nein, ist genug, Josef. Wir sind ja eine kleine Familie. Den Rest gib mir bitte in Bardücker. Das wären dann 111 Mark und 30 Pfennige. 111, nicht mehr? Wie viel Korn habe ich denn gebracht? Ja, ich würde sagen... Also runden wir auf. Sagen wir 115. Na schön. Da wir gerade mal so allein beisammen sind, Herr Pastor. Ich will ja niemandem etwas Schlechtes nachsagen, aber... Haben Sie den Krischer mal nackig gesehen? Nein. Bei welcher Gelegenheit soll denn das gewesen sein? Dann seien Sie froh, der ist am ganzen Körper tätowiert. So? Lauter nackte Weiber. Und was für welche? Die muss er mir mal zeigen. Quatsch nicht! Misch dich nicht ein, wollte ich sagen. Es ist ja vielleicht nichts weiter dabei, wenn es unter uns Männern bleibt, aber... dass er das den Kindern zeigt. Den Kindern? Ja. Ich finde, so ein Mensch gehört nicht in unser Dorf. Der verdirbt uns die ganze Jugend von Kummerow. Gut, dass du mir das gesagt hast, Düker. Ich werde mich gelegentlich drum kümmern. Vielen Dank auch. Holle Petze. Und den Pfarrer hast du auch ganz schön beschissen. Das waren Zentner mehr. Quatsch nicht. Du bist mein Knecht und wenn dir das nicht passt, kannst du ja gehen. Ah, wo wollt ihr denn hin? Wir bringen Mutter Harms ihre Suppe. Ja, lebt sie denn noch? Ach, die! Die wird 100 Jahre alt. Siehst du was? Sie liegt im Bett. Sie rührt sich nicht. Vielleicht ist sie gestorben. Dann essen wir die Suppe. Sie hat die Augen auf. Es gibt ja auch Tote, die die Augen offen haben. Wir können sie ja mal anstoßen. Nein, zu Toten gehe ich nicht rein. Da spukt noch der Geist. Warum geht er denn nicht rein? Sie liegt da wie tot. Habt ihr Angst vor einer Toten? Da braucht ihr keine Angst zu haben. Die Toten tun euch nichts mehr. Hosianna, da leuchtet schon das himmlische Licht. Ich komme. Träumt Mutter Harms? Nö. Das geht ans Stern. Holt ein Pastor, er soll ihr rüberhelfen. Pastor, Mutter Harms liegt im Sterben und braucht fix das heilige Abendmahl. Ausgerechnet jetzt. Wir waren schon im Pfarrhaus. Frau Pastor hat alles reingelegt. Hoffentlich hält das Wetter bis zum Abend, dass ich den Acker noch fertig kriege. Aber trotzdem Wein. Kike, der hat nicht mal Sonntagshosen drunter. Sieht ja keine. Und die Langschäfter, ganz voll Dreck. So. Oh, es reicht, mein Sohn. Segen schickt der Herr nur dem Fleißigen. Ihr bleibt hier und passt auf die Pferde auf. Ja. Und wenn ich wiederkomme, könnt ihr die Sachen gleich ins Pfarrhaus zurückbringen.
Naja, so von Weitem sieht er eigentlich doch ganz feierlich aus. Mhm. Jetzt wollen wir mal sehen, was deine Olli ihm reingelegt hat. Mhm. Mensch, Martin, Schlagwurst mit dick Butter drunter. Und eine mit Schinken. Mensch, Johannes, du kannst doch nicht seine Stullen auffressen. Wieso nicht? Ich leg ihm dafür meine Mühlstollen rein. Er weiß doch nicht, was seine Alte ihm eingepackt hat. Wenn du meinst. Ui. Da. Das merkt er doch, wenn wir ihm die ganze Flasche aussaufen. Trink nur, ich mach das schon. Ja. Mhm. Sieht aus wie echt. So, Martin, und jetzt fliegen wir seinen Acker weiter. Vielleicht schenkt er uns dann was. Oh ja, das ist recht, mein Sohn. Segen schickt der Herr, nur dem Fleißigen. Du nimmst den Pflug und ich die Pferde. Gut. Was macht ihr denn, ihr Bengels? Was habe ich euch gesagt? Wir sollen auf die Pferde aufpassen. Und was habt ihr gemacht? Den ganzen Acker habt ihr mir versaut. Mm. Das sieht ja aus, als hätten Ochse im Galopp dahin gepinkelt. Herr Pastor, ihr wollt noch bloß den. Ach, schert euch zum Teufel. Findest du auch mal den Weg in die Kirche, Gottlieb? Wir sehen immer noch der Grambauer, Herr Pastor. Na schön, Grambauer. Suchst du meinen geistlichen Rat? Ich wüsste nicht, wofür. Aber Ihnen möchte ich einen Rat geben. Da bin ich aber gespannt. Wenn Sie meinem Sohn noch mal eine Ohrfeige hauen, dann trete ich aus der Kirche aus. Hab noch gar nicht bemerkt, dass du drin bist. Bei uns wird nämlich nicht geschlagen. So, was hättest du denn gemacht, wenn dir die Bengels seinen Acker versaut hätten? Ich hatte erst mal darüber nachgedacht, warum sie es getan haben. Das will ich dir sagen, weil dein Junge bei dir gelernt hat, dem Pastor einen Schabernack zu spielen, wo es nur geht. Vielleicht wollte er ihnen gar keinen Schabernack spielen. Vielleicht wollte er ihnen nur eine Freude machen. Dein Sohn mir eine Freude machen? Das glaubst du doch selber nicht. Du benutzt da jede Gelegenheit, mich von den Kindern herabzusetzen. Warum tust du das eigentlich, Grambauer? Das wissen Sie ganz genau, weil ich die Welt so wie sie ist nicht schön finde. Und Sie gehören zu denen, die dafür sorgen, dass sie so bleibt, wie sie ist. Ja, ich weiß, du bist ein Sozi und willst die Welt verändern. Ich aber will die Menschen ändern und da muss man bei den Kindern anfangen. Aber wer steht gegen mich? Du. Obwohl du im Grunde dasselbe willst wie ich. Mit ungerechten Ohrfeigen werden sie nichts erreichen. Na, dann sag deinem Jungen, er soll die Ohrfeige für die Stullen nehmen, die er mir weggefressen hat. Was? Wer hat ihnen Stullen weggefressen? Ach, es geht mir nicht um die Stullen. Es geht mir darum, dass die Kinder die Achtung vor dem Pastor behalten und nicht jede Gelegenheit benutzen, mir eins auszuwischen. Also wenn es mit den Stullen stimmt, dann kann sein Hintern sich freuen. Ich denke, bei dir wird nicht geschlagen. Glaubst du, dass noch was zu machen ist? Ah, geht mal zum Kopf, krault dir die Ohren. Mhm. Das ist Dügers beste Kuh. Wenn die krepiert, schlägt der Müller mich tot. Ah, ich will ja mal sehen, was mit dem Kalb los ist.
So. Jetzt bring mal Stroh her, Josef. Ja. Aber saures und schnell. Ja, ist gut, Grishan. Ja, wer hat dich denn hierher geholt? Das fehlt dir noch. Mach, dass du wegkommst. Und Kinder haben hier schon gar nichts zu suchen. Los, verschwindet aber schnell. Die beiden bleiben hier. Die brauche ich. Ich habe Grishan geholt. Ja. Die Kuh war am Verrecken, das Kalb liegt verkehrt. Da hättest du eher noch Schieberkorn zum Schlachten holen sollen, als den Kerl da auf meinen Hof zu lassen. Na, wird's bald? Halt's Maul, wenn die Kuh deine Stimme hört, kriegst du Angst. So. So, Lise, jetzt hast du es ja überstanden. Ist es tot? Bring's Stroh her. So. Nun wollen wir dir mal die Nase putzen, damit du besser atmen kannst. Dann hat auch das wieder seine Ordnung. Kommt her. Hier. Ihr könnt's trocken reiben. Oh ja. Aber vorsichtig. Ja? Na, jetzt reicht's aber. Das andere können wir alleine. Ich gehe, wenn ich fertig bin. Lise braucht Wasser und nicht zu kalt. Ja. Ja? Na, nun mach schon. Warum hast du eigentlich Angst vor mir? Was ist los? Ich Angst vor dir? Du spinnst wohl, was? Klar hast du Angst. Sonst würdest du es doch nicht so darauf anlegen, dass du mich rausbringst aus dem Dorf. Jedes Mal, wenn du mich siehst, denkst du dran, dass ich dich damals gesehen habe. Bloß, dass so ein Streich wie dir kein Mensch glaubt, wenn er was gegen mich sagt. Lass noch nicht raus. Hey, hey, hey! Oh, die wiegt wohl ihre 10 Pfund. Vielleicht sogar etwas mehr. Der Fett ist sie ja nicht, aber das Fleisch ist sicher zart. Sag deinem Vater vielen Dank. Ja, natürlich, von mir auch. Na, seid ihr fertig? Gleich. Hast du auch eine schöne ausgesucht? Ganz was Besonderes. Mann, wo hast du denn die her? Die wiegt doch höchstens 6 Pfund. Nicht ganz. Dafür ist sie aber auch garantiert 5 Jahre alt. Das war gar nicht so einfach, die zu finden. Habe ich eine Menge Geld für bezahlt. Bist du wahnsinnig? Du willst doch nur wieder den Pastor eins auswischen. Der kann zur Einsegnung eine Gans verlangen. Aber es steht nirgends geschrieben, was für eine. Die haut der Pastor Anne um die Ohren, wenn sie ihm die bringt. Mit der Gans gehe ich nicht. Es ist eine Sünde gegen Gott. Gegen Gott? Wer frisst denn die Gans? Gott oder der Pastor? Eine Einsegnung ist eine heilige Sache. Da darf man niemanden bei bescheißen. Ich tue das nicht. Also gut, dann geht eben Martin. Ich? Was geht mich denn an das Einsegnung an? Halt, du bleibst hier. Du nimmst den Korb und bringst dem Pastor die Gans, ja? Ich lasse mich da nicht vom Pastor in Arsch treten. Erstens heißt das nicht Arsch, sondern Hintern. Und zweitens gehst du jetzt. Johannes, willst du mir einen Gefallen tun? Na, sag schon, was du willst. Bring doch mal Annes Gans zum Pastor. Was ist denn mit der Gans? Was soll schon damit sein? Na, wenn du sie nicht selber hinbringst, muss da was dran sein. Mensch, du glaubst wohl, ich bin dämlich. Die bringt man selber hin. Die bringe ich nicht hin. Eher mache ich sie tot und vergrab sie im Wald. Na komm, Martin, wir gehen zu Grishan. Vielleicht fällt dem was ein. Komm. Was bringst denn du? Ah, lass mal sehen. Naja, gesund scheint sie ja zu sein. Die müssen wir noch etwas rausfüttern. Sag deinen Eltern schönen Dank. Danke, Frau Pastor. Sie kommen. Mach mal die Tür auf, Ulrike. Ja, Mutti. So. Jetzt sind sie weg. Gib mir die Gans. Komm, nimm den Kopf. Ja. Halt fest. Bloß auf, dass die dich nicht erwischen, Grishan. Nur keine Bange nicht, da habe ich in Amerika ganz andere Sachen gemacht. Oh,
Krishan, ist das jetzt eigentlich Diebstahl? Diebstahl, wieso? Pastors Gänse sind doch nicht weniger geworden. Psst. Na, prachtvoll, Lieschen, prachtvoll. Ja. Da kommt Grambauers Gans. Guten Tag. Eure Gans ist die letzte, Martin. Na, lass mal sehen. Na, sowas? Das ist ja eine Prachtgans, da bin ich aber überrascht. Hättest du das von Grambauer erwartet, Hermine? Naja, ich habe ja immer gewusst, dass der Grambauer ein gutes Herz hat. Was mag die wiegen? Die wiegt doch mindestens 12 Pfund. Ich glaube 13. 13 Pfund? Na, dann sag deinem Vater, dass ich mich über keine Gans so gefreut habe wie über diese. Nicht wegen ihrer Größe, sondern wegen der Wandlung, für die sie Zeugnis ablegt. Ulrike gibt Martin ein Stück Kuchen, aber ein großes. Danke. Kriege ich auch eins? Du hast ja keine Gans gebracht. Natürlich kriegt Johannes auch eins. Und genauso groß. Übrigens, Kinder, da fällt mir etwas ein. Ihr seid doch viel mit Krishan zusammen, mit dem Kuhhirten. Mhm. Da hat mir jemand erzählt, er hat so Bilder. Naja, er soll tätowiert sein. Habt ihr mal was davon gesehen? Ja, einmal. Ulrike war ja auch dabei. Ulrike? Erzähl mal, mein Kind, das interessiert mich. Meinst du die Bilder auf seiner Haut? Ja, was sind das für Bilder? Ja, ich weiß nicht, wie man das nennt. Da vorne, da hat er... Ein Engelchen. Ein Engelchen? Ja, ein richtiges Engelchen. Genau wie auf dem Bild in deiner Studierstube. Ach so, na ja, das ist ja... Ist da was Schlimmes dabei? Nein, nein, wenn ihr die Wahrheit gesagt habt. Du hast uns doch verboten zu lügen. Warum willst du mich nicht heiraten? Döskopf. Du hast doch kein Geld. Dann sage ich eben dem Müller, dass er mir mehr Lohn geben muss. Er wird dir was husten. Wird er nicht. Ich weiß was von ihm. Willst du wissen, was? Das will er denn? Ach, das ist doch längst erledigt. Da kommt ein Wagen. Müllers Josef und noch wer. Was tun die beiden da, Papa? Ich bin verstecken. Sieh nicht hin. Na, es ist der Pastor. Edge, wir haben euch gesehen. Komm, wir gehen woanders hin. Ja. Da kommt der Pastor. So gut wie du sehe ich noch lange. Moment mal, Grambauer. Ich muss mich noch für die wunderschöne Gans bedanken, die du mir geschickt hast. Die Gans? Naja, man hat's leider nicht in meiner Hand. Die Gänse geraten nicht immer gleich. Ach, keine falsche Bescheidenheit, Grambauer. Es war die beste Gans, die ich bekommen habe. Die beste? So. Naja, ich denke mir immer, bei sowas wie du mir, so ich dir. Eine Hand wäscht die andere, Herr Pastor. Ja, so wollen wir es halten, Grambauer. Los! Hey. Junge, Junge, das ist ein schlauer Hund, der Pastor. Der ist mir über. Hü! Kati, halt einmal an, ich will absteigen. Brrr. Wo willst du denn hin? Ein paar Blumen pflücken. Aber bleib nicht so lange. Hopp. Na, Martin? Was machst du denn hier? Ich hab doch gesehen, du holst Entengrütze. Hol ich auch. Martin, magst du mich leiden? Manchmal. Mein Vater hat gesagt, Martin Grambauer ist ein aufgeweckter Junge. Hm, was der schon weiß. Au! Mensch, Krebse! Das Ruder hat mich gezwickt. Da fange ich welche. Oh ja, ich auch. Sie. Wo ist
das kalt. Alte Memme, bleib doch draußen. Du traust dich ja doch nicht, so ein Biest anzufassen. Du wirst schon sehen. Ich hab einen, ich hab einen. Hm. Ein? Ich hab schon vier. Ein ganz großer. Martin, heiratest du mich, wenn ich groß bin? Jetzt fange ich Krebse. Ich hab schon wieder einen. Ich auch. Gib her. Hier ist noch eine. Wo? Hier. Was ist denn das? Schämt ihr euch denn gar nicht, hier so nackt herumzulaufen? Ulrike, du kommst sofort heraus und ziehst dich an. Ja, Vati. Los. Wir haben doch bloß Krebse gefangen. Lüg nicht, hier gibt's gar keine Krebse. Sind das vielleicht Karnickel? Tatsächlich Krebse. Und schöne große sogar. Wir haben sie für dich gefangen, Papa. Für mich? Aber deswegen braucht man sie doch nicht gleich nackt auszuziehen. Sollte ich etwa mit dem Kleid ins Wasser tunken? Du hättest doch wenigstens dein Hemd anbehalten können und Martin die Unterhosen. Ich hab doch gar keine Unterhosen. Und die Krebse sitzen nur an den tiefen Stellen. So, dann sind das also unsere Krebse. Na gut, Martin, fangen wir weiter. Komm, Ulrike. Mutter wird sich freuen über die Krebse. Ich komm gleich wieder. Wo willst du denn hin? Ich hol nur meinen Ball. Was ist denn? Da drin ist ein Mann. Ein Bein von einem Toten. Was? Bleib mal hier. Komm mal raus da. Aua, verdammt noch mal. Oh, Pastor. Josef, was machst du hier? Da ist ja noch jemand. Soll ich vielleicht allein ins Heu gehen? Wer ist das? Ich, Herr Pastor. Luise, am helllichten Tag. Schämst du dich gar nicht? Warum soll ich mich schämen? Das ist das einzige Vergnügen, was arme Leute haben, Herr Pastor. So, findest du. Und ich will sie ja auch heiraten. Ach so, das mildert den Vorfall natürlich. Aber dann bestellt euer Aufgebot. Ist der Mann tot? Wie? Nein, nein, der ist sehr lebendig. Aufhören! 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 Jetzt ist Pause bis zum Einzug in die Kirche. Mensch, ich bin schon ganz taub. Ich auch. Kanne Gießler geht auf dem Abtritt. Wirklich? Ja, das stimmt. Mensch, jetzt erst. Der braucht doch immer eine halbe Stunde. Oh, ich kann bis nach Stralsund sehen. Gibt's ja gar nicht. Mann, Stralsund, das ist die Kirche von Randemünde. Ich sehe Stralsund. Meine Augen sind eben besser als deine. Du bist ja mal. Kick mal, der Pastor. Wo? Da unten im Garten. Ach ja. Er geht auf und ab und schmökert in der Bibel. Mein Vater lernt die Predigt. Schied dir ein Stück Kuchen, frisst er. Ja. Ja. Da kann er doch bei lernen. Was machst du denn hier oben? Mädchen dürfen nicht in den Glockenstuhl. Ich hab euch gesehen, vom Garten her. Direkt auf den Kopf könnte man ihn spucken. Du, wenn du das tust. Puh. Hab schon getan. Kommt ja gar nicht unten an. Pinkeln müsste man, das fällt viel besser. Du bist ein Schwein. Er traut sich ja doch nicht zu pinkeln. Klar, klar pinkelt er. Glaubt ihr, ich bin feige? Na, pass mal auf. Oh. Hermann! Der merkt das doch. Nö, der merkt das nicht. Du bist gemein, das sag ich, Papa. Dann musst du auch sagen, dass du hier oben gewesen bist. Stimmt. Kannepisser ist immer noch auf dem Abtritt. Soll ich machen, dass er rauskommt? Wie willst du das machen? Wirst du gleich sehen. Los, fass mal an. Thank you.
Na, Dicker? Komm. Wackelt ja mächtig mit dem Kopf, dein neuer Fuchs. Ist das dein Pferd oder mein Pferd? Na los doch. Mein ja bloß. Da haben sie den Müller-Dück aber angeschissen mit dem Pferd. Das ist doch kein Einspinner. Was verstehst du schon von Pferden, du alte Nachteule, du? Oh, ich hab mir mein krankes Bein geholt bei der Kavallerie. Kein Einspinner, wenn ich sowas höre. Ich fahre ja als Einspinner. Aber ihr macht Zicken. Die werde ich ihm schon austreiben. Gemeinheit. Warum hast du nicht dein Maul gehalten? Jetzt lässt er seine Wut an dem armen Tier aus. Verdammtes Biest! Du altes Schwein! Das könnte ich auf das Pferd schlagen! Ach, dass du wegkommst! Sonst kriegst du selber ein, du armen Häuslerin! Hör auf! Das geht dich doch in Drecker! Das ist mein Pferd! Gehst du weg? Wenn ich Lust habe, bring ich das Lud um! Lass das Pferd in Ruhe! Ich zerquetsch dich doch wie eine Wanze! Du stinkt hier, du Dreckskerl, du! Halt ihn fest! Gib die Peitsche her! Lauf hier! Lass ihn nicht los! Die Peitsche ist Kerle! Nehmt ihm doch die Peitsche weg! Ihr Feiglinge! Ich kann mit dem Pferd machen, was ich will! Das ist mein Pferd! Und wenn ich totschlage! Meine Peitsche her! Peitsche her, du Hund! Hüter! Wenn du jetzt nicht aufhörst, leck mich doch am Arsch, du Biest! Der Gerechte erbarmt sich seines Viehs. Was steht ihr hier herum? Der Gottesdienst ist noch nicht zu Ende. Steht kein Grund, mich zu feiern. Ich hätte versuchen sollen, den Müller mit Worten zu überzeugen, wie Christus das getan hätte. So, jetzt tut's Ihnen schon wieder leid. Schade, dadurch sind Sie mir fast sympathisch geworden. Na, menschlich bedauere ich das nicht, Grabenbauer, aber als Pastor ist wohl nicht die richtige Methode, seine Schäfchen zur Ordnung zu rufen. Nee, lassen Sie mal, Herr Pastor. Sie haben genau die Sprache gesprochen, die der Düker versteht. Ja, ist das ganz meine Meinung. Tago. Ja. Tag, Christian. Also wenn ihr mich fragt, war der Christian der tapferste von uns allen. Komm her, Christian, setz dich zu uns. Ja, hier ist noch Platz. Nee, lass mal, hat schon alles seine Ordnung. Will ja bloß mein Essen. Christian, du musst Anzeige erstatten gegen Düker. Anzeige? Wieso? Wegen Körperverletzung. Nee. Mit Gericht, da will ich nichts zu tun haben. Sag mal, Christian, wie war das, was du da gesagt hast mit den Gerechten? Ach, es war mal bloß so. Der Gerechte erbarmt sich seines Viehs, hat er gesagt. Das ist der Bibel, nicht? Dummer Lättchen, dass du das noch weißt, Grabenbauer. Darüber sollten Sie meine Predigt halten, Herr Pastor. Das ist ein gutes Wort. Sehr gern. Wenn du dann in die Kirche kommst. Dann kommen wir alle. Renn noch eine Runde, darauf wollen wir einen trinken. Nein, nicht für mich. Ich bin nicht so trinkfest wie ihr. Aber Pastor, gerade jetzt, wo wir mal doch alle fromm werden wollen. Das sieht euch Kummerohren ähnlich. Ihr sauft sogar auf die Bibel. Nein, aber nur einen ganz kleinen. Ich habe schon drei getrunken. Dann können Sie auch noch einen vertragen. Wissen, warum ich mich mit dir so abschinde. Hätte dich vor der Kneipe liegen lassen sollen. Das ganze Dorf hätte über dich gelacht. Frau Pastor! Ja? Um Gottes Willen, ist was passiert? Nee, nichts Besonderes. Ist er krank? Oh Gott. Nein. Ach, er ist doch voll von der Siegesfeier.
Grambauer. Sie sagen keinem ein Sterbenswörtchen davon, ja? Das wäre ein rechtes Ärgernis in der Gemeinde. Also auf mich können Sie sich verlassen. Er hat mir geholfen, ich helfe ihm. Jetzt sind wir quitt. Danke. Na? Ich möchte den Landrat sprechen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich möchte den Landrat sprechen. Warum? Na, das geht dich nichts an, Niemeyer. Dann geht's auch den Landrat nichts an. Sagst du jetzt dem Landrat, dass ich da bin? Erst wenn ich weiß, worum es geht. Niemeyer! Ja, so heiße ich. Und wenn du anfängst zu schreien, Dicker, dann schmeiß ich dich raus. Also, was willst du? Ich will eine Anzeige machen. Was für eine Anzeige? Das werde ich dem Landrat sagen. Also keine Anzeige. Doch, doch, aber bei der Obrigkeit. Für dich bin ich die Obrigkeit. Du bist nicht der Landrat. Für dich schon. Du bist Wachmeister, sonst gar nichts. Noch ein Wort, Dicker, und ich zeig dir, wer ich bin. Also, gut, Niemeyer. Ich erstatte Anzeige gegen die Gemeindehirten Krischan. Wegen Körperverletzung. Du wirst mir doch nicht erzählen, dass der Kurhirt dir deine Visage so poliert hat. Nee, das war der Pastor Breithaupt. Den zeige ich auch an. Da bist du wahnsinnig. Weißt du, was du dir einbrockst, wenn du den Pastor anzeigst? Na, das werden wir ja sehen, ob ihm die himmlische Mächte beistehen. Na, vielleicht nicht die himmlischen, aber ganz bestimmt die irdischen. Der Pastor ist eine Amtsperson, Dicker. Überleg dir das. Na gut, lass den Pastor weg. Aber den Kuhhirten, den mache ich fertig. Geh doch rein, Krischan. Sie haben dich doch vorgeladen. Bin ja da. Du musst auch sagen, du bist ja dabei gewesen. Ich dräng mich nicht auf. Krischan, komm mal rein. Nimmer. Aber sagen musst du alles, genau wie es gewesen ist und wie der Müller das Pferd geschlagen hat. Mhm. Weg da. Auf, dass die dich nicht erwischen. Die sehen gar nicht her. Stell dich dahin, Krischan. Also, Krischan, der Müller Dücker hat dich angezeigt, wegen Körperverletzung. So. Und das Landratsamt verlangt die Bestrafung der schuldigen Person. Liegt sonst noch eine Anzeige vor, Niemeyer? Nein, Herr Pastor, das habe ich abgebogen. Ah, wie immer, die Obrigkeit hält zusammen. Ah. Hat der Pastor von der Kanzel so große Töne gespuckt von der Gerechtigkeit des Herrn? Der Pastor ist eine Amtsperson und hat sich den Anordnungen der Behörde zu fügen. Und jetzt soll der Krischan allein schuldig sein, ohne dass der Pastor Einspruch erhebt. Bleiben wir doch bei Krischan. Also, wie heißt du, Krischan? Weißt du doch. Ich weiß, dass du Krischan heißt, aber du musst doch noch einen anderen Namen haben. Naja. Ja, da kann ich mich nicht daran erinnern. Aber du musst doch Papiere haben, wo dein Name drinsteht. Ach, Papiere. Muss man das? Ja, jeder Mensch hat Papiere. Dann habe ich sie wohl verloren. Hat er euch denn nie Papiere gezeigt? Nee, nicht, dass ich mich erinnere. Ich bin nun 8 Jahre Schulze hier, aber eingestellt hat ihn schon der Vordermann von meinem Vorgänger. Habt ihr denn keine Marken für ihn geklebt? Wie sollten wir denn, wo er doch keine Papiere hat? Na, na, na. So einfach geht das nicht. Also, Krischan, wie alt bist du? Ich hab die Jahre nicht gezählt. Du musst doch wissen, wann du geboren bist. Warum? Aber wo du geboren bist, das wirst du doch wenigstens wissen. Ich nehme an, in einem Bett. Jetzt will ich dir mal was sagen, Krischan. Mit der Tour kommst du bei mir nicht durch. Wenn einer nichts aussagen will aus seinem Leben, dann ist was dunkel dabei. Aber Niemeyer, Krischan kommt jedes Jahr nach Kummerow und nie hat er sich was zu Schulden kommen lassen. Was soll denn dunkel an ihm sein? Das werden wir schon noch feststellen, Herr Pastor. Und jetzt zieh mal deine Lumpen aus, Krischan. Ich möchte nämlich mal deinen schönen Körper besichtigen. Na los, fang schon an. Bisher war es immer die Obrigkeit, die ihm das Fell über die Ohren zieht. Jetzt verlangt sie schon, man soll es allein tun. Ich habe nämlich den Hinweis gekriegt, dass der alte Bummler ein paar interessante Bildchen auf sich herumträgt.
Ist das strafbar? Nö, nö, strafbar ist das nicht. Aber es könnte ein Signalement sein. Ja, wir wollen doch bloß mal rauskriegen, wie du heißt, Krishan. Na, fang schon an. Ja, aber... Krishan, stell dir vor, du bist beim Militär. Da musst du dich doch auch ausziehen. Ja. Das verstehst du falsch, Garnbauer. Er geniert sich nicht, er hat nur Angst. Wir könnten ihn auslachen. Die Kinder haben mir nämlich erzählt, was er auf der Brust eintätowiert hat. Ein Engelchen. Also, Herr Pastor, wenn Sie mir versprechen, dass alle Engel so aussehen, dann werde ich mich nur anstrengen, dass ich in den Himmel komme. Du altes Ferkel! Ich habe mich ja nicht von allein ausgezogen, Herr Pastor. Junge, Junge, hast du die Damen alle näher gekannt? Zum Teil schon. Und das hast du den Kindern gezeigt? Das war einmal bloß wegen der Wahrheit. Sie wollten mir nicht glauben, dass ich in Afrika gewesen bin. Du warst in Afrika? Ja. Und in Amerika war ich auch bei den Indianern. Junge, Junge. Auf den Arschbacken hat er Indianer. Was? Die hat er uns gar nicht gezeigt. Indianer? Und wir haben gesagt, dass er bloß Engelchen auf dem Bauch hat. Hm. Oh je. Was ist denn das für ein Kürassier? Hast du bei den Kürassieren gedient? Nee, das ist Bismarck. Tatsächlich. Bismarck. Aha. Naja, an besonderen Kennzeichen fehlt es ihm ja nicht. Wir werden seine Identität schon feststellen. Da steht er alle rum und stiert auf die nackten Weiber. Aber über seine Lumpen hat noch keiner ein Wort verloren. Versuch nicht vom Wesentlichen abzulenken, Grabenbauer. Ach, ich wollte nur darauf hinweisen, dass er weniger ein alter Sünder steht, als ein armseliges Denkmal unserer ganzen christlichen Weltanschauung. Was tut das jetzt zur Sache? Sie haben recht, Herr Pastor, gar nichts. Denn wenn er mal in ihren Himmel fliegen sollte, muss er beides auf der Erde zurücklassen. Die Bilder und die Lumpen. Ja, und du wirst das natürlich ändern. Kann ich mich jetzt wieder anziehen, hier zieht's. Was? Ja. Ja, ja. Doch hat er nicht so am Essen rum. Was ist denn heute los mit dir? Er hat nur Angst, dass sein Herzensfreund weggejagt wird. Au. Ja. Es wird so kommen, dass wir den Krishan loswerden und den Düker behalten. Warum muss dein Krishan aus dem Dorf? Ist ja noch gar nicht raus. Aber der Düker hasst ihn, das weißt du doch. Und er gibt keine Ruhe. Für beide ist kein Platz im Dorf. Dann kann doch der Düker gehen. Kannst du mir mal sagen, vielleicht tut das. Könnt ihr euch nicht zusammentun und den Düker fertig machen? Sollen wir ihn totschlagen? Nee, bloß verhauen. Wenn ihr ihm immer wieder auflauert, zieht ihr vielleicht ab aus Kumuro. Das wäre gar nicht so schlecht. Bloß dann wären wir auch nicht mehr länger hier. Dann stecken sie uns ins Gefängnis. Tja, so ist das nun mal mit der Gerechtigkeit, Martin. Los, schnell! Vor einer Stunde kommt er nicht wieder. Schlägt uns windelweich. Mensch, Hermann, sei doch nicht feige. Wir wollen doch, dass der Müller abzieht aus Kumuro, oder nicht? Und wenn die Erwachsenen es tun, müssen wir es eben machen. So, wir sind fertig. Komm. Los, beeilt euch. Da. Was weiß ich? Das klingt aber unheimlich. Ach, geh ins Bett. Was kann das sein? Da will mich einer ärgern. Das ist bestimmt ein Geist. Na, wenn ich den Geist erwische. Schlag ich dir die Knochen kaputt! Los, weiter! Glaubst du nun, dass es ein Geist ist? Ach. Josef! Josef! Ich bin ja schon da. Los doch! Hörst du das? Ich bin noch nicht taub.
Der Kerl muss auf dem Grundstück sein. Auf der Straße ist niemand. Wenn wir wieder was hören, dann gehst du hinten raus und ich vorne. Dann treiben wir uns gegenseitig in die Arme. Hast du verstanden? Was denn sonst? Da, schon wieder. Los, komm jetzt! Ja, was soll ich denn wissen? Psst. Los, geh hinten rum. Ja. Raus aus Kummerow! Sonst wirst du deines Lebens nicht mehr froh. Sonst wirst du deines Lebens nicht mehr froh! Ata! Bring Licht! Ich hab ihn! Au! Oh, das Luder beißt auch noch! Josef! Was? Josef? Um Himmels Willen, Josef! Mann, du hast meinen Bruder erschlagen! Komm zu dir! Hab ich dich verletzt? Nein, nein, mir ist nur ganz schwindelig. Düker, raus aus Kummerow! Sonst wirst du deines Lebens nicht mehr froh! Komm jetzt! Hast du gehört, du sollst abhauen? Da drüben an der Mühle muss einer sein! Na, der Kerl kann was erleben! Josef! Steckst doch mal ganz schön in der Scheiße. Da muss jemand die Jauchegrube aufgedeckt haben. Ihr glaubt aber selber nicht, dass der Krischan früher ein Verbrecher gewesen ist. Und wenn er schon mal wegen der Dummheit im Kittchen war, na und? Wenn die alle ins Kittchen kämen, die da hingehören. Meine Herren. Ich passe. Auch. 18. Pick. Guten Abend. Aha. Einer. Na, wer gewinnt denn von euch? So. Ein Doppelten. Ja. Ah, für die Nachteule auch einen. Ich hab genug. Den säufst du noch, sonst nimmst du es ja auch nicht so genau. Na, gib mal her, Gustav. Und den? Den trinke ich auf Grischan und auf das Pferd, das du halb tot geschlagen hast. Nimm dich in Acht, du dreckiger Armhäusler. Ich sitze immer noch im Gemeinderat. Wer weiß, wie lange noch. Ich weiß, ihr wollt mich loswerden aus Kummerow, aber ich gehe nicht. Ich habe noch 5 Jahre Pachtvertrag auf die Mühle. Den müsst ihr einhalten. Und wenn ihr euch jede Nacht was anderes ausdenkt, ich lasse mich nicht vergraulen. Ich habe schon Anzeige erstattet, wegen Ruhestörung, gegen Unbekannt. Ihr werdet alle vernommen, alle. Dann müsst ihr unter Eid aussagen. Und Polizeischutz habe ich auch beantragt. Der Gendarm bleibt jetzt im Dorf. Tag hoch. Du kriegst ja immer noch hier rum. Wo soll ich denn sonst sein? Im Gefängnis, wo du hingehörst. Das wird der schönste Tag meines Lebens, wenn sie dich abholen. Hier werde ich mir noch mal dankbar sein, dass ich euch von dem Kerl befreit habe. Er kommt! Los, versteckt euch! Schnell! Los, weg! Ihr Hunde! Ihr Verfluchten! Na, wartet! Ich werde euch schon kriegen! Ja? Was machst du denn hier in der Scheune? Ach, wir spielen ein bisschen. Wer wir? Na, Martin, Johannes und noch ein paar andere. Du und die Jungs? Was spielt ihr denn? Ach, bloß so. Wir spielen eben.
So? Na, das Spiel will ich mir mal ansehen. Sie wird gut. Was macht ihr denn da? Was soll das werden? Na? Raus mit der Sprache. Wir machen ein Gespenst. Mhm. Wird das wieder so ein Heidenkram? Nein, das wird eine Vogelscheuche. Aha, na dann macht er ja mal was Vernünftiges. Wo habt ihr denn die Jacke her? Die ist von meinem Vater. Martins Vater hat uns auch die Hose und die Mütze gegeben. Die kriegt noch Augen und einen Mund. Friedrich hat einen Malkasten. Oh. Na, da habe ich ja direkt Lust, mal zu versuchen, ob ich noch malen kann. Gib mal her, mein Junge. Bitteschön. In der Schule war ich sehr gut im Zeichnen. Was für ein Gesicht soll's denn sein? Eine rote Nase? Nee, nee, Herr Pastor, keinen Clown nicht. Sie soll wie ein richtiger Mensch aussehen. Mhm. Oh, das ist natürlich schwerer. Aber das wird schon gehen. Herr Pastor, das hätte ich nie von Ihnen gedacht, dass Sie uns bei sowas helfen. Warum nicht? Ich war ja auch mal jung. Ich gehe schlafen. Das heißt, ich gehe schlafen. Man sagt gute Nacht. Na ja, gute Nacht. Ich gehe schon. Ja, ich komme gleich nach. Kommt, ja. Jemand. Vorsicht, pass auf! Er hat einen Knüppel in der Hand. Das ist doch das Schwein von neulich. Ah! Bleib hier! Den mach ich fertig. Heinrich! Mann, lass die Büchse hier! Mach keinen Unsinn! Ja, wenn du mit der Büchse... Halt's jetzt... Maul! Runter von meinem Hof oder ich schieße! Mann, mach dich nicht unmöglich! Den hat's erwischt. Du hast ihn erschossen. Wieso? War doch bloß ein Warnschuss. Du hast ihn aber getroffen. Das war ein Warnschuss. In Notwehr. Ihr seid meine Zeugen. Ich habe in Notwehr geschossen. Er hat den Knüppel gegen mich erhoben. Das müsst ihr beschwören. Mal sehen, ob wir ihn kennen. Halt, halt, nicht anrühren. Nichts verändern. Los, marsch ins Haus. Los, du auch. Ich hole Niemeyer. Verschwindet! Ja, aber... So, jetzt. Los. Was denn? Aus dem Dorf rausgelaufen. Ja, wir haben uns gleich gedacht, das muss bei dir gewesen. Ja, und du hast auf den Einbrecher geschossen. Ja, ja, es war Notwehr. Er ist mit dem Knüppel auf mich losgegangen. Mann. Dafür habe ich Zeugen. Und wo ist die Leiche? Na, hier. Josef, bring mal Licht. Da liegt aber keiner. Aber hier ist er umgefallen, bestimmt. Vielleicht hast du ihn bloß angeschossen. Moment mal, hier liegt eine Mütze. Kennt jemand die Mütze? Ja, so im Dunkeln kann man das nicht sehen. Also ich kenne sie nicht. Nee, ich auch nicht. Woher denn? Nee. Hier liegt einer. Was ist los? Ja, hier liegt einer. Hier, wo? Ja, Himmel, Sakrament, das ist ja eine Vogelscheuche. Mann, da hast du aber Glück gehabt. Ja, das kann man wohl sagen, Dücker. Der Kerl sieht wirklich aus wie ein Mensch. Gut gemacht. Findest du? Ja. Darauf
drauf müsst ihr alle mit mir einen trinken. Na los, kommt jetzt raus. Mach da Richter alles her. Ja. Josef, hol mal ein paar Flaschen aus dem Keller von den Vorjährigen. Ich bin müde, ich will nach Haus. Was? Ich gehe lieber ins Bett. Nein, aber nein, sowas muss gefeiert werden. Na, kommt doch, Jungs. Ich will aufstehen. Ja, ich will gleich eine Kur. Komm schon. Na, dann eben nicht. Ich wette, da hat mir einer von den Bauern einen Schabernack gespielt. Du hast wenig Freunde in Kummerow, Dicker. Na, jetzt trinken wir erst mal ein. Ich nicht. Ich bin im Dienst. Ja, du bist gut. Das sieht ja keiner. Wieso haben Sie denn eine Büchse, Herr Dicker? Was? Darf ich keine Büchse haben? Ich wundere mich bloß, weil Sie nämlich damals bei der Wilddieberei ausgesagt haben, dass Sie keine Waffe besitzen. Na und? Sie haben das sogar beschworen, Herr Dicker. Willst du mir vielleicht Weinert anhängen? Kann ich die Büchse nicht inzwischen gekauft haben? Ja. Dann können Sie mir auch bestimmt sagen, von wem. Ja. Ja. Da war einer, der brauchte Geld. Ich kann mich nicht mehr genau an den Namen erinnern. Weißt du ihn nicht mehr, Josef? Du warst doch dabei. Da musst du dich täuschen, Schwager. Ich war nicht dabei. Aber erzählt habe ich dir davon. Das muss ich dann vergessen haben. Das sieht nicht gut aus, Herr Dicker. Warum nicht? Ich bin bereit, einen Eid darauf zu leisten. Ja, das auf jeden Fall. Die Büchse werde ich erstmal mitnehmen. Moment mal, das ist mein Eigentum. Das bestreitet niemand. Aber ich möchte untersuchen lassen, ob das nicht vielleicht die Büchse ist, mit der Förster damals angeschossen worden ist. Das kann man ganz genau feststellen, Herr Dicker. Gute Nacht allerseits. Was steht denn eigentlich auf meinen Eid, Schwager? Frag nicht so dämlich! Du wartest wohl nur darauf, dass sie mich holen, was? Ich hab ja bloß gefragt. Wo kommst du denn her? Im Sonntagsanzug? Aus Randemünde. In 14 Tagen fange ich an als Oberknecht. Da kriege ich doppelt so viel Lohn wie bei Düker. Was sagst du nun? Warum willst du denn weg aus Kummerow? Ich hab genug von meinem Schwager. Nimmst du mich nur? Moment mal, du stotterst ja gar nicht mehr. Hab ich nicht? Nee, nicht mal bei so einem Langsatz. Na, was ist nun? Nimmst du mich ja oder nein? Tja, da muss ich wohl ja sagen. Oje, Stotter Josef wird mein Vater. Du, dass ich das nicht nochmal höre, ja? Wie soll ich denn sagen? Sag Papi zu mir. Papi. Ach, du. Dem Gemeinderat wird zur Kenntnis gebracht, dass die Personalien des in Kummerow beschäftigten Kuhhirten ermittelt werden konnten. Es handelt sich um einen gewissen Christian Klapproth, geboren am 27. September 1861 in Stralsund. Im Jahre 1882 ist er vom Landgericht in Lübeck wegen eines Verbrechens des Totschlages zu 8 Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Nach Verbüßung der Strafe ist er im Jahre 1890 aus dem Zuchthaus Brandenburg an der Havel entlassen worden. Der königliche Landrat Randemünde und so weiter und so weiter. Also das hätte ich nicht gedacht. Unser Krischan ein Zuchthäusler. Und uns will er weismachen, er hätte seinen Namen vergessen. Wenn Sie im Zuchthaus gewesen wären, Herr Pastor, hätten Sie Ihren Namen vielleicht auch vergessen. Der Vergleich ist wohl nicht ganz am Platz, Krambauer. Ach, wie dem auch sei, das ist nur über 11 Jahre her und seitdem hat er sich nicht zu Schulden kommen lassen. Seine Strafe hat er ja schließlich verbüßt. Stimmt. Einen besseren Kuhhirten könnten wir gar nicht bekommen. Tja, das ist nun leider vorbei. Denn einen entlassenen Sträfling können wir unmöglich länger beschäftigen. Also, ich schlage vor, dass wir ihn über die Gemeindegrenze abschieben und zwar sofort. Bevor er noch seine Papiere kriegt. Daher weht der Wind. Dass der Krischan im Zuchthaus gewesen ist, ist euch im Grunde doch scheißegal. Ihr habt doch nur Angst, dass ihr für ihn Marken kleben und für seine Arbeit bezahlen müsst. Ach, hört doch nicht solchen Unsinn, Krambauer. Ach, hört doch auf, ich kenne euch doch. Also wenn ihr den Beschluss fasst, dann trete ich aus dem Gemeinderat aus. Mensch, Krambauer, mach doch keinen Quatsch. Sei doch vernünftig, bleib doch da. Ich verstehe es nicht. Hier. Ist es wahr, dass Krischan ein Mörder ist? Er hat einen Totschlag begangen. Ein Totschlag ist kein Mord. Totschlag kann in einem heiligen Zorn geschehen, einer gerechten Sache. Stell dir mal vor, der Müller Dücker wäre nicht wieder aufgestanden. Dann wäre der Pastor jetzt ein Totschläger. Gottlieb, wenn dich jemand hört. Ach, hört ja keiner. Meine Freundin hat gesagt, Kuhhirte in Kummerow kann er nun nicht mehr sein. Dann kann er doch zu uns kommen, als Knecht. Er kann ja in meiner Kammer schlafen. Ach, du bist ja mal. Glaube ich nicht. Das kann er gar nicht sein. Aber der Gemeindewurschte, ja, hast doch zu meinem Großvater gesagt, dass er dich heute Abend über die Gemeindegrenze bringen soll.
Nun hat's der Müller doch erreicht. Nee, den Müller hätten wir schon klein gekriegt. Es ist, weil du einen totgeschlagen hast. Hm? Da habe ich doch Buße für getan, 8 Jahre lang. War das ein böser Mensch, den du totgeschlagen hast? Weiß nicht. Schon so lange her. Ob es böse ist, wenn einer dem anderen die Frau wegnehmen tut? Wir sind allzu mal Sünder. Wir können dich ja verstecken. Dann find dich keiner. Hm? Ja. Und Essen bringen wir dir auch. Stimmt. Nee, nee, lasst mal. Geht nur nach Hause. Hat schon alles seine Ordnung so. Mich braucht keiner abzuführen. Ich gehe von selbst. Nimm mal. Die Pfeife kannst du haben, Hermann. Hier. Ein Zahn. Hab ich in Afrika am Häuptling rausgezogen. Wer will den? Kriegt Johannes. Und das ist ein goldener Knopf von meinem Kapitän, seine Jacke. Für dich. Ich hab gesagt, ihr sollt nach Haus gehen. Ich wollte euch bloß sagen, dass ich weggehe. Ich weiß nicht, wer sich jetzt um euch kümmern wird, aber es wird sich schon einer finden. Also, tschüss denn. Nee, nee, Schiff, du darfst jetzt nicht mit. Du musst jetzt allein aufpassen, bis du einen neuen Herrn kriegst. Na ja, lass mal. Hat schon alles seine Ordnung. Jetzt los. Zurück zu den Kühen. Zusammen. Moin. Hier sind die Papiere von eurem Kuhhirten. Was soll ich denn damit? Damit ihr ihn anmelden könnt. Ihr müsst jetzt alles in Ordnung bringen. Tja, aber wieso soll ich denn jemanden anmelden, der gar nicht mehr in der Gemeinde ist? Seit wann ist er nicht mehr in der Gemeinde? Ach, das ist schon lange her. Mindestens 24 Stunden. Wir haben ihn rausgeschmissen. Ihr Kummerer, ihr verdammten Schickbettel! Schreibt ihr mal schön die Personalien raus. Denn die 11 Jahre, die in der Gemeinde gewesen ist, die müsst ihr ja nun nachkleben, nicht? Nachkleben? Wo gibt's denn sowas? Das geschieht euch recht, jetzt müsst ihr berappen. Und ein anderes Dorf kriegt einen guten Kuhhirten. Denn jetzt, wo er Papier hat, nimmt ihn jedes. Also wenn ich wüsste, wo der Kerl steckt, würde ich ihn zurückholen. Vati, ja? Sollen wir ihn holen? Ja, wisst ihr denn, wo er ist? Nee, aber wir finden ihn schon. Du hast ja Verstärkung mitgebracht. Ja. Ich habe noch eine Amtshandlung vorzunehmen. Aha. Herr Dücker! Machen Sie sich fertig, ich muss Sie mitnehmen. Hat mich dieser Christian also doch verpfiffen? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ja, warum holt ihr mich denn da? Die Kugel, mit der Förster angeschossen worden ist, stammt aus Ihrer Büchse. Das ist festgestellt. Machen Sie sich fertig. Such, wo ist Herrchen, Chef? Such. Such.
Schill, wo kommst du denn? Schill. Streich. Dass du kommst, Christian. Die Kühe warten schon. Kannst gleich wieder rausgehen. Moment noch. Ich meine, jetzt, wo ich wieder Papiere habe, da habe ich nur ein paar Bedingungen. Recht so, Christian. Sag nur, was du willst. Also, erstmal Lohn, wie es üblich ist. Na schön, sollst du haben. Und eine richtige Stube mit einem Bett und einem Kochherd. Also Lohn und eine Stube. Und zu Weihnachten feste Schuhe. Ist das nun alles? Ja. Nein. Und Holz für den Winter und Kartoffeln. Und Schill, der bleibt jetzt bei mir. Und dafür, dass er bei euch Dienst tut, da muss er Futtergeld haben. Also gut, Christian. Jetzt ist aber Schluss. Ja, jetzt habe ich auch alles gesagt. Wer mir das gesagt hätte, der Christian stellt Bedingungen. Da kannst du sehen, Gambauer, wie es einen Menschen verwandelt, wenn sein Verhältnis zur Obrigkeit in Ordnung kommt. Nee, Herr Pastor, das ist nur, weil ich Martin Punkt für Punkt eingebläut habe, was Christian verlangen soll. Ach, du steckst dahinter. Na, das hätte ich mir denken sollen. Tja, solange bis es Ihnen gelingt, die Menschen zu ändern, kann er nämlich nicht warten. Tschüss, Herr Pastor.